Hallihallo beim Hauptstadt-Sport-TV-Weekend-Flashback. Heute mal wieder ausnahmsweise hoch zu Ross, ein bisschen die Seele baumeln lassen und euch über das vergangene Wochenende informieren. Am Mittwoch hieß es Finale. Oh, bei den Tennis-Verbandsmeisterschaften. Teils erwartet, teils unerwartet war es für einige Spielerinnen und Spieler im Finale zu stehen. Wer in welcher Altersklasse den Sieg holte, das seht ihr im Beitrag. Jahre SV BVB 49 e.V. Was für eine Zahl! Das musste natürlich ordentlich gefeiert werden. Neben zahlreichen Rück- und Ausblicken über die Projekte des Vereins wurden im feierlichen Rahmen auch verdienstvolle Vereinsmitglieder geehrt. Bewegung, Bewegung und nicht zu vergessen Bewegung. Der TSV Wittenau lud alle bewegungsfreudigen Menschen am Samstag zum Projekt Sport im Park ein. Einen spannenden und heißen Renntag hatten wir am Samstag auf der Trabrennbahn Mariendorf. Bei dem dritten Lauf der Goldserie, den Jaap van Rijn für sich entschied, und dem Finale der Newcomer-Serie, bei dem Gerhard Biendl mit Timberlake Diamant als erster über die Ziellinie ging, sahen wir wieder richtig tollen Trabrennsport. Sonntag traf sich die Weltelite im Tennisclub SCC. Die Top-Herren der Altersklasse 40 plus spielten am Sonntag, am Finaltag in Berlin, in 6 Einzelspielen gegeneinander. Nächstes Wochenende starten wir am Samstag mit einem Renntag auf der Trabrennbahn Mariendorf, bei dem unter anderem das Finale der Silberserie auf dem Programm steht. Außerdem veranstaltet der SC Tegeler Forst im Tegeler Forst den zweiten Run and Bike Berlin. Wie der Name schon sagt, es geht ums Laufen und Fahrradfahren. In Zweierteams mit nur einem Fahrrad gilt es, schnellstmöglich die 21 Kilometer zu absolvieren. Am Sonntag finden die deutschen Teammeisterschaften U16 und U20 vom Deutschen Leichtathletikverband statt. Im Stadion Lichterfelde treten jeweils 8 Mannschaften pro Altersklasse und Geschlecht in verschiedenen Disziplinen an. Ebenfalls am Sonntag spielt der VfL Potsdam gegen den HSV Hannover.
Und das dritte Event am Sonntag, die Berliner Fechtmeisterschaften. Es wird hochklassige Gefechte zu sehen geben und die Möglichkeit, auf Besucherbahnen einmal selbst in die Fechtkleidung zu schlüpfen und einem Gegner gegenüberzutreten. Vielleicht kommt ihr selbst mal bei einer der Sportveranstaltungen vorbei. Ansonsten auf jeden Fall die Beiträge anschauen. Es lohnt sich. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Hauptstadtsport TV Weekend Flashback.